கெட்டு தின. Am 24. Dezember 2010 bin ich von Kalkutta nach Dhaka geflogen. Vorher habe ich ein sehr langes Gastspiel gehabt in Indien und hatte das Gefühl, nach dem Indien möchte ich jetzt gerne mal Bangladesch kennenlernen. Das war dann somit eine private Reise. Ich habe dann in Dhaka Silvester gefeiert, was sehr seltsam war, und bin dann Anfang Januar von Dhaka weggefahren, weil ich Dhaka extrem anstrengend fand, viel zu laut, schwierig, und wollte raus aus der Stadt. Und bin mit dem Bus in Richtung Nordosten, war es glaube ich, nach Sylhet gefahren, wo diese schönen Teeplantagen sind. Und auf diesem Weg sind mir Gebäude aufgefallen, die ich fand, dass sie schon etwas seltsam aussehen. Und habe dann die Menschen im Bus gefragt, was es denn da sei. Und dann sagten sie mir, das sind Textilfabriken. Mich hat es ein bisschen gegruselt, weil ich dachte, oh Gott, wenn das von außen schon so aussieht, wie mag das dann da wohl innen sein? Habe es dann aber auch wieder vergessen. Und dann war ein halbes Jahr später, wurde ich vom Goethe-Institut gebeten, zu einer Sitzung zu kommen, wo viele Leute aus dem Ausland, Künstler aus dem Ausland eingeladen waren. Und bei diesem Mittagessen habe ich eine Dame kennengelernt, die heißt Lubna Marium. Sie hat ein Tanzinstitut in Dhaka. Der habe ich erzählt, dass ich schon mal in Dhaka war und dass ich diese, was ich gesehen habe, und dass ich überlegt hätte, über das Thema der Textilindustrie eventuell ein Theaterstück zu machen. Aber es wäre sehr vage in meinem Kopf. Und sie war extrem begeistert und sagte, bitte mach es. Das ist ein so wichtiges Thema. Ich habe ihr aber erzählt, dass ich den Aufenthalt in Dhaka sehr, sehr schwierig fand und eigentlich nicht unbedingt je in meinem Leben da wieder hinkommen möchte. Und sie sagte, okay, komm noch mal. Ich behandle dich auch ganz gut, ich kümmere mich ganz doll um dich und das wird dir diesmal besser gehen, ich verspreche es dir. Ich habe mich darauf eingelassen und bin dann im November 2011 nochmal hingefahren und es war dann auch tatsächlich sehr viel besser, weil Lubna sich wirklich gut um mich gekümmert hat. Ich konnte eine lange Liste vorher bei ihr einreichen, wen ich da gerne treffen würde, wen ich interviewen möchte, zu was ich Zugang bekommen möchte. Das hat sie alles eingehalten. Das Goethe-Institut hat sich dann auch mit eingeschaltet. Goethe-Institut Dhaka hat da mitgeholfen, dass das auch alles funktioniert. Und dann habe ich diese Zeit hinter mich gebracht, eben viele, viele Interviews gemacht, auch mit Tänzern gearbeitet, um überhaupt rauszufinden, gibt es denn überhaupt eine Chance, dass man so ein Stück dort machen kann? Habe ich genug Vertrauen den Tänzern gegenüber? Finde ich Tänzer, die eine Sprache sprechen, die mich interessiert? Kriege ich genug interessantes Material von denen, die ich interviewt habe, sprich Textilfabrikbesitzer, Aktivisten für Workers' Rights, Menschen von der Industrie- und Handelskammer, Mitarbeiter von H&M, also es gibt eine riesen Palette von Leuten, die man hat interviewen können. Und nachdem ich das alles gemacht habe, dachte ich, ja, ich habe genug Material, es sind wirklich genug Fundstücke, es wird hundertprozentig eine unglaublich anstrengende Arbeit. Und somit habe ich dann beantragt bei der Bundeskulturstiftung, habe das Geld dann tatsächlich auch bekommen, habe in der ganzen Wartezeit ein anderes Stück hier inszeniert, nämlich das Glückstück. Und weil das dann fertig war, beziehungsweise als ich dann auch genug gecastet hatte, also meinen Stab zusammen gecastet hatte für zum Beispiel den Hans Nawa für die Musik, den Daniel Dorsch für die Musik, die Anna Saub für das Video, den Herbert Sibulska fürs Licht und so weiter, also den Stab zusammen hatte, bin ich dann wieder nach Dhaka. Noch ganz wichtig zu sagen ist noch, dann habe ich meinen Co-Choreografen gefunden, Vikram Iyengar, der kommt aus Kalkutta. Den habe ich eigentlich erst einen Monat, bevor ich nach Dhaka gefahren bin und mit dem Casting angefangen habe, hier in Berlin getroffen und hatte innerhalb von einer Stunde das Gefühl, dass es der Mann für die Produktion ist, weil er ein Kathak-Experte ist. Er ist selber Kathak-Tänzer, er ist Kathak-Choreograf. Und ich dachte, wenn ich mich auf ein so fremdes Terrain einlasse, dann brauche ich jemanden, der diese Tanzsprache versteht. Und dann haben wir die Audition vom 24. Dezember bis 30. Dezember 2013 in Dhaka gemacht, haben 12 Tänzer gecastet. So haben wir dann ein Ensemble zusammengestellt und dann haben wir am 1. Januar 2014 angefangen, die Proben stattfinden zu lassen.